Ja, moin moin meine Diggers und Diggerinas. Heute zeige ich euch ein paar Valkyrie-Camps und das nicht irgendwo, nein, sondern auf der neuen Map Villa. Ich habe einige Stunden damit verbracht, diese ganzen Camps rauszufinden, denn ich habe aussortiert zwischen ganz guten Camps und eher weniger effektiven Camps und ich würde mich freuen, wenn ihr dafür einen Daumen nach oben da lasst. Wie gewohnt geht es los nach dem Intro. Wir beginnen mit den Outside-Camps. Die ersten beiden sind dafür da, die Oberlichter abzuchecken. Oder Headlight, wie auch immer ihr das nennen wollt. Die mögen für den einen oder anderen nicht wirklich easy zu werfen sein, aber mit ein bisschen Übung habt ihr einen wirklich guten Ausblick. Ihr geht über den Study Room durch dieses Fenster und werft die Kamera nach links quasi in dieses Türmchen. Mit dieser Cam haben wir einen sehr guten Ausblick auf das niedrig gelegenere Oberlicht. Aber nicht nur das, denn wir können auch einige Teile des östlichen Gartenbereichs einsehen und auch ein Fenster, das in den ersten Stock führt. Allerdings habt ihr für diesen Spot nur wenig Zeit, also sollte die Cam am ersten Wurf sitzen. Die zweite Valkyrie Cam für das Oberlicht, die erreicht man unter anderem sehr schnell, wenn man den Trophy Room verteidigen will. Ihr geht über den Astronomy Room und über den Bathroom direkt zu diesem kleinen Window, was ihr gleich seht. Dann springt ihr nach links raus, werft die Cam nach oben ans kleine Türmchen und versucht dabei die Ecke zu treffen. Wichtig ist, dass ihr nicht zu lange in den Valkyrie Cams drin bleibt, denn sie ist gut zu sehen, aber eben dafür sehr effektiv. Und Freunde, die Cam, die ich euch jetzt zeige, die ist Chacuzel. Ich befinde mich im zweiten Stock der Villa und wir peilen diesen Baum da drüben an. Wir rennen raus, gucken nach oben und werfen die Cam. Leute, ihr seht das selber, wir können hier so viel einsehen, aber die Garage, dann unten die Treppe hoch zum ersten Stock. Gerade am Anfang wird die Cam euch nützen. Ihr wollt oben im zweiten Stock den Aviator Room und den Games Room verteidigen. Dann habe ich hier für euch eine kleine Stunny-Cam gefunden. Relativ unspektakulär, aber dafür effektiv. Ihr werft das Valkyrie-Eye auf das Gerüst und zwar hinten auf diese kleine Plattform, die man da sieht und könnt das linke und rechte Fenster damit einsehen. Und schon wieder in der Cam für den Trophy Room. Es gibt da ein Fenster im Nebenraum. Der Bereich ist zwar schon durch eine normale Kamera abgesichert, aber wir alle wissen, wie schnell die normalen Cams weggeschossen sind. Ihr visiert dabei bis knapp unter die Baumkrone. Und ungefähr in diesem Bereich sollte das Ei dann landen. Dieser kleine Spion soll euch dabei helfen, das Fenster weiter beobachten zu können, wenn die Standardcam draußen zerstört wurde. Und ihr könnt damit den Zugang zum Keller sehen. Es gibt noch eine dritte Kamera fürs Dach, genauer gesagt fürs Oberlicht. Die ist am dritten Türmchen, wenn ihr durch dieses Fenster springt, nähe des Trophy Rooms und sie ungefähr in die markierte Stelle werft. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe ziemlich Schwierigkeiten gehabt, gute Camps zu finden, weil die Angreifer doch relativ gute Möglichkeiten haben, ziemlich schnell ins Gebäude reinzukommen. Über die Sinnigkeit der Outside-Camps könnt ihr jetzt abstimmen, denn oben rechts habe ich eine kleine Umfrage gestartet. Meine Diggers und Diggerinas, jetzt kommen die Camps innerhalb des Gebäudes. Und wir fangen an mit genüsslichen On-Spot-Valkyrie-Camps. Wir wollen den Games Room verteidigen, also die A-Bombe, und dabei habe ich zwei Camps gefunden. Die sind jetzt nicht besonders spektakulär, aber dafür effektiv, denn der ein oder andere Angreifer wird an diesen vorbeilatschen. Ich habe nach Kameraspots gesucht, die erstens gut abdecken und zweitens relativ schwer zu entdecken sind. Oder sagen wir auf den ersten Blick nicht auffallen. Und ich finde, das ist mir mit diesen beiden auf jeden Fall sehr gut gelungen. Das Beste daran ist, die sind schnell platziert. Nun zur B-Bombe des Spots. Und da ist es nicht wirklich einfach, eine Cam zu platzieren, weil der Raum relativ klein ist und es keine gute Möglichkeit gibt, die Cam zu verstecken. Nichtsdestotrotz solltet ihr euch das gezeigte Flugzeug und auch die Pflanze merken, die ihr gerade seht. Mit der Pflanzencam kann man offensichtlich nicht gut Gegner sehen, aber man kann sie hören und auch markieren. Also könnte das eine Cam sein, die relativ lange überleben soll, um im Endgame nützlich zu sein. Beim Trophäenraum als auch beim Statuenraum, da habe ich am meisten gestruggelt. Ich konnte da machen, was ich wollte. Ich habe einfach keine Cams gefunden, wo man sagen kann, von wegen, hey, die Cam ist richtig nice, die kennt kaum einer, die ist schwer zu erreichen, die deckt alles ab. Alles, was ich da machen konnte, sind Standard-Cams zu finden, aber das ist nicht wirklich spektakulär. Beziehungsweise nützlich, denn auch die neue Kamera, die man in Wände haften kann, die wäre da besser als jedes Valkyrie-Eye. Wenn es darum geht, die B-Bombe in der Bibliothek zu verteidigen, habe ich hier drei mögliche Valkyrie-Cams für euch. Die erste direkt am Kopf des weißen Regals. Gerade wenn man nicht in der Cam ist, ist die Dunkelheit an diesem Punkt sehr, sehr gut, um die Kamera zu verstecken. Direkt über der Bombe gibt es auch noch einen Spot, mit dem man einen großen Überblick über den Raum bekommt. Und noch ganz hinten links am Kronleuchter, dort ist die Sicht allerdings ein bisschen eingeschränkt. Also ich muss ja zugeben, die Cams sind jetzt nicht unbedingt der Knüller, aber immerhin für Leute etwas, die unbedingt on-spot eine Kamera werfen wollen. Nehmen wir diese drei Kameraspots einfach mal als Inspiration. Kitchen und Dining, auch dort gibt es nur zwei ganz gute Cams, die ich benutzen würde. Alles andere macht da relativ wenig Sinn. Wir haben schon gesehen, oben links einmal die Cam und wenn wir jetzt in die Küche gehen, direkt die linke Lampe unter dem Lampenschirm. Das Gute an der zweiten Cam ist, dass die Leute relativ wenig auf die Lampen achten dürften und wir haben dann einen relativ guten Winkel, können alles einsehen. Die Cam ist auf jeden Fall top. Wer in Zeiten Docker Ebis eher weniger mit On-Spot-Cams spielen möchte, für den habe ich jetzt was. Denn jetzt gehe ich noch alle Cams durch, die ich wichtig finde für alles, was Near-Spot ist. Oder einfach wichtige Bereiche, die man einsehen sollte. Ihr Lümmel. Starten tun wir dabei ganz unten im Keller. Dort gibt es zwar eine Cam, aber die kann ich nach hinten sehen zum zweiten versteckten Gang quasi. Was es dort aber gibt, ist ein Weinregal. Dort können wir die Kamera reinwerfen und wenn die Gegner direkt über die Red Stairs hoch wollen, dann können wir das sehen.
Im Norden des Weinkellers gibt es auch nochmal eine Treppe, die nach oben führt. Dort sollte man auch noch ein Valkyrie-Ei haben. Wenn man direkt um die Ecke geht als Gegner, dann wird man direkt nach oben links und oben rechts gucken nach Valkyrie-Camps, aber selten nach oben und dort könnt ihr eine Camp platzieren. Da diese kleine Treppe fast direkt in die Küche führt, würde ich auf jeden Fall hier ein Valkyrie-Ei platzieren. Verteidigt ihr oben Games Room und Aviator Room, dann habe ich eine gute Camp für euch. In der Südseite des Raumes ist ein Kamin und oben links könnt ihr die Cam hinwerfen. Das könnt ihr natürlich auch etwas weiter unten platzieren neben dem Lautsprecher, damit man das auch vom Fenster aus nicht sehen kann. Informationen von Stairs zu bekommen ist immer relativ wichtig, egal auf welcher Map. Und natürlich habe ich auf Villa auch was für euch. Wenn jemand die Main Stairs pushen will, dann guckt er meistens nicht nach oben und oben befindet sich ein Kronleuchter. Dort werft ihr eine Cam hin, genauso wie ich es hier zeige. Für die Red Stairs habe ich auch noch was ganz, ganz Feines. Wenn da gepusht wird, dann gibt es dort unter einer Bank eine sehr coole Position. Da gucken die meisten wahrscheinlich nicht hin. Natürlich ist auch möglich, wieder den Kronleuchter zu benutzen, aber eine Möglichkeit ist auch diese Bank. In der Nähe des Statuenraums und auch in der Nähe des Trophäenraums, dort finden sich drei gute Camps. Die allererste deckt den Trophy Entrance ab. Diese wird vor allem dann wichtig, wenn die klassische Kamera aus dem Hallway zerstört wurde. Sie bietet zwar ein relativ eingeschränktes Sichtfeld, wenn sich die Attacker allerdings so nah am Objective befinden, wird wohl kaum einer mehr auf diesen Spot achten. Die nächste Cam, die ich euch zeigen will, die ist gut, wenn sich die Gegner aus dem Osten nähern. Genauer gesagt aus dem Master Bedroom. Von dort aus gibt es drei Wege, euch anzugreifen, einmal durch die beiden Türen als auch durch die Wall. Und ihr wisst ja, Informationen führen zu Sieg und Niederlage. Deswegen solltet ihr auf den kleinen Beistelltisch achten, der links neben dem Bett ist. Direkt darunter, quasi über die Bücher, kommt eine Kamera hin. Sollte der Gegner den Astronomieraum einnehmen und die Treppe hochkommen bzw. die Kamera zerstören, die dort ist, dann wäre es natürlich super, zusätzlich ein Backup zu haben. Es gibt dort einen Projektor, der ein Sternenbild an die Wand projiziert. Und da kaum jemand auf den Projektor achten dürfte, habt ihr dort eine super Position für eine Cam. Kommen wir zu den Nearspot-Cams von Library und Living Room. Diese Cam ist vor allen Dingen Richtung Hallway, Main Entrance und den Terrasseneingang gedacht. Hier gilt aber auch nicht so lange in der Cam sein, weil diese relativ schnell entdeckt werden kann, je nachdem wie der Winkel des Gegners ist. Zu platzieren ist hier relativ einfach und zwar einfach unter diese weiße Bank, die ihr hier gerade seht. Es wäre doch schön, eine Kamera zu haben, wenn der Gegner von der Terrasse durch dieses Fenster Richtung A marschiert. Das habe ich mir natürlich auch direkt gedacht und der einzige Spot, den ich für, ja sagen wir mal, tauglich befunden habe, war etwas weiter oben unter dem Oberlicht. In diesem Fall ist das Sichtfeld bei mir ein bisschen eingeschränkt, allerdings ist es so, dass ihr die Gegner hören könnt und auch ein wenig sehen könnt bzw. markieren könnt, spätestens dann wisst ihr Bescheid, wo der Gegner sich befindet. Jetzt habe ich für euch mehr oder weniger eine Soundcam, die für den Living Room gedacht ist, platziert wird sie im Mudroom, dem Raum davor. Wenn wir in den Mudroom gehen, gibt es dort mehrere Schuhregale, einen Schrank und wir werfen unsere Cam ganz, ganz unten links in das Schuhregal rein und haben sehr wenig Sicht, aber dafür haben wir Sound, wenn jemand da durchsteppen will. Um Kitchen zu verteidigen, gibt es von draußen schon eine Standardcam. Diese kann aber zerstört werden und wenn der Gegner schon mal dran war, die zu zerstören, wird er vermutlich auch in die umliegenden Ecken reinschauen. Deshalb ist es hier gar nicht so einfach, eine vernünftige Cam zu platzieren, ist aber möglich. Da kommt das grüne Regal im Spiel, direkt neben der weißen Vase, links davon wird die Kamera platziert und sie ist auch beim Reinkommen nicht zu sehen. Sollten die Angreifer direkt über Laundry kommen, um A anzugreifen, wäre hier ein bisschen Intel schon nett. Sie wird oben links über dem Eingang platziert, entweder am Wäschekorb oder darüber, das kann man sich selber aussuchen. Hier kann natürlich auch eine der neuen Camps benutzt werden. So Leute, jetzt habt ihr einen Ersteindruck, wo man die Valkyrie-Camps platzieren kann, nicht unbedingt muss. Ich habe da ein paar Stunden dran gesessen, habe ein paar für euch rausgesucht. Ich finde, ein paar sind auf jeden Fall ziemlich brauchbar, andere sind eher so, ja, Müll, bis geht so. Aber egal, ich habe auf jeden Fall ein bisschen was dazu gemacht. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid. Ich bin jetzt raus, euer Odix und ciao.